Dialog ist Hans-Dietrich Genscher, 5 Jahre Bundesinnenminister, 18 Jahre Außenminister. Ja, und ein Amt, das derzeit eher wenig Freude bereitet, Ehrenvorsitzender der FDP. Herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Tag. Herr Genscher, Sie sind 87 Jahre alt. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Wieder besser, dank ärztlicher Kunst und guter Pflege, sowohl im Krankenhaus wie zu Hause. Das hat mich wieder vorangebracht, aber es war eine schwere Zeit. Aber ich bin mit großer Dankbarkeit eigentlich erfüllt, deshalb, weil ich nach allem, was ich in meinem Leben auf diesem Gebiet auch durchstehen müssen, so zu Wege bin. Ja, Sie haben einige Herzinfarkte hinter sich und Sie haben sich an ein Leben mit Krankheit schon in sehr, sehr jungen Jahren gewöhnen müssen. Ich bekam mit 19 Jahren eine schwere Lungentuberkulose, die mich insgesamt 3 Jahre in Lungenheilstätten und Krankenhäusern festgehalten hat, nicht auf einen Schlag, aber zweimal je ein Jahr und dann monatsweise. Das war eine schwierige Sache damals, zumal zu jener Zeit, also in den 40er und frühen 50er Jahren, die Chancen für eine wirkliche Genesung eigentlich sehr gering waren. Da musste man schon sehr viel Selbstvertrauen haben und Vertrauen in die Ärzte. Und das ist gerechtfertigt worden. Dass es Ihnen jetzt wieder gut geht, das habe ich auch daran gemerkt, als wir versucht haben, einen Termin für dieses Gespräch zu finden. Dann habe ich erlebt, wie viele Verpflichtungen Sie nach wie vor haben. Heute Berlin, morgen Prag. Hans-Dietrich Genscher ist einfach immer unterwegs. Ja, immer unterwegs ist vielleicht nicht ganz richtig. Nicht ganz so wie früher. Aber ich bin eigentlich ganz gut gefahren mit der Regel, dass man im Auto keine Vollbremsung machen soll. Aber im Leben auch nicht, sondern man soll das langsam zurückfahren. Am letzten Sonntag die Wahlen in Thüringen und Brandenburg. Wie war Ihre Reaktion, als Sie das Ergebnis der FDP erfahren haben? Dass ich mich nicht gefreut habe, können Sie sich vorstellen. Dass es mich nicht überrascht hat auch. FDP hat im Moment eine schwere Zeit durchzustehen. Und das verlangt viel Engagement. Ich persönlich bin der Meinung, die Partei hat eine gute Chance, diese schwerste Krise ihrer Geschichte zu bewältigen. Einer der Gründe ist, dass das Bedürfnis nach einer liberalen Partei unverändert in diesem Land vorhanden ist. Es ist wichtig, dass die FDP auch erkennbar ist als Vertreter einer umfassend liberalen Haltung und nicht nur einer partiellen liberalen Haltung für Teilgebiete. Das ist eher ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben einen Vorsitzenden, der sehr glaubwürdig und mit großem Engagement, auch mit großem jugendlichem Engagement, diese schwere Aufgabe übernommen hat. Das ist keine leichte Sache. Und wer sich so selbst in die Pflicht nimmt, von dem kann man davon ausgehen, dass er auch die Kraft besitzt und das Durchstehvermögen, um eine solche schwierige Phase zu überwinden. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum eine Partei, die über 6 Jahrzehnte weg zum Fundament der Bundesrepublik Deutschland gehört hat, einfach nicht wegzudenken war, plötzlich droht zu verschwinden? Darüber kann man lange philosophieren. Ich habe eine letzte Antwort nicht. Aber vielleicht war auch einer der Gründe, dass das Regieren als selbstverständlich nicht nur von den Wählern empfunden wurde, sondern auch von manchen bei uns selbst. Dass den Leuten die Freiheit nicht mehr ganz so wichtig ist, das schließen Sie aus? Das glaube ich eher nicht. Ich weiß, dass viele heute der Meinung sind, dass mehr kollektiv gedacht wird. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass das Gefühl dafür, dass neue Bedrohungen der Freiheit da sind, und zwar elementare, wird sich verstärken. Und darin liegt auch eine Chance, wenn die FDP die Kraft hat, auch darauf Antworten zu geben,
nicht nur auf die bekannten Bedrohungen der Freiheit, dann hat sie eine große Chance. Was wären denn neue Bedrohungen der Freiheit? Zum Beispiel die Einschränkung der Privatheit der Menschen. Das ist etwas, was jeder als Bedrohung empfindet, was auch nicht im Sinne einer inneren Liberalität in einem Land wünschenswert sein kann, ganz gleich, wer sozusagen die Informationshoheit anmaßt, ob das der Staat ist oder ob es private Unternehmen sind, die also jede Individualsphäre einschränken durch Wissen und Wissen wollen über alles. Das ist etwas, worauf gerade eine liberale Partei antworten muss. Und dass den Menschen die Freiheit vielleicht nach wie vor wichtig ist, aber sie diese Freiheit bei anderen Parteien auch gut aufgehoben finden, Linksliberale bei den Grünen, Nationalliberale jetzt bei der AfD? Also ich habe nicht den Eindruck, dass Liberalität und der Regelungswahn bei den Grünen nun ein sehr attraktiv für liberal denkende Menschen sein kann. Das mag man hier geben, wie es attraktiv ist, das würde ja sonst würden die Grünen ja nicht die Stimmen haben, die sie haben. Bei der anderen Gruppierung muss man sehen, was am Ende rauskommt. Sie haben begonnen mit einer kritischen Haltung zu Europa, das für sich genommen ist schon Grund genug, ihnen mit großen Bedenken gegenüberzutreten. Was sonst noch kommen wird, muss man abwarten. Also ich bin in dieser Frage sehr zuversichtlich und viele haben ja gemeint, dass diese neue Gruppierung vornehmlich aus der FDP gespeist wird. Das ist nicht der Fall. Es sind sehr viele Protestwähler, die sowohl von der CDU-CSU kommen wie von der Linkspartei. Also das zeigt schon, dass für manche eigentlich das Bindeglied nur der Protest gegen Bestehendes ist und nicht der Wille zu gemeinsamer Zukunftsgestaltung. Die FDP ist zumindest ein Teil ihres Lebenswerks. Wie real ist die Gefahr, dass dieses Lebenswerk an der Stelle einfach verschwindet, zerstört wird? Hier wiederhole ich das, was ich schon gesagt habe, dass ich der Meinung bin, die FDP hat eine Zukunft, weil der Liberalismus eine Zukunft hat. Und die FDP hat auch die Chance, diese Zukunft zu gestalten. Und sie ist auf einem guten Wege dahin mit dem sehr aktiven, jungen, ideenreichen und urliberalen Lindner als Vorsitzenden. Ich muss auch einmal sagen, da gehört große Kraft dazu, eine Parteiführung in einer solchen Situation zu übernehmen. Das nötigt mir großen persönlichen Respekt ab. Das für sich genommen bedeutet viel, das, was er als Liberaler anzubieten hat, rundet das eigentlich ab. Jetzt wollen wir heute nicht nur über die FDP reden, mein Kollege. Obwohl es sich lohnt, darüber zu reden. Das nehme ich gerne ab. Ja, 33 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag, 18 Jahre Außenminister. Vor 22 Jahren sind Sie zurückgetreten als Außenminister, aber offensichtlich ist Ihre Erfahrung, Ihre Verbindungen auch heute noch gefragt. Vor etwas mehr als einem halben Jahr im Dezember ist Michail Chodorkowski freigelassen worden. Dass er freigelassen wurde, das hat er Ihrer Vermittlung zu verdanken. Ich glaube, über 2 Jahre lang haben Sie auf diese Freilassung hingearbeitet. Wie kam das? Ich hatte ihn kennengelernt, als ich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war. Da kam er nach Berlin, hat er eine Pressekonferenz abgehalten, die ich geleitet hatte, und dann haben wir zusammengesessen. Dann hat er mir über sein zivilgesellschaftliches Engagement vorgetragen, aber auch über die anderen Aufgaben, die er auf sich genommen hatte, nachdem er dieses große Vermögen angehäuft hatte. Das wollte er in den Dienst einer neuen Gesellschaft in Russland stellen. Und als seine Anwälte aus London, das waren russische Anwälte, die jetzt in England leben, sich an mich gewandt haben, ob ich helfen kann. 10 Jahre war er interniert in Russland. Da war er 8 Jahre und dann habe ich gesagt, ich will es versuchen. Und ich habe es versucht dann, bin dabei auch von der Bundeskanzlerin unterstützt worden, die mir zunächst einen Termin bei Putin verschafft hat.
und habe auch zweimal mit ihm gesprochen, habe auch mit den zuständigen Leuten dort in der Justiz gesprochen. Mir ging es darum, einfach jemandem zu helfen, der nach meinem Gefühl mit einem großen Engagement für sein Land sich eingesetzt hatte. Und deshalb war ich auch sehr froh, als das am Ende dann zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Sie haben es gerade selber gesagt, im Zuge dieser Bemühungen sind Sie zweimal persönlich mit Wladimir Putin zusammengetroffen. Was für einen Eindruck haben Sie gewonnen von Putin? Und ich meine, es ist natürlich ein Mann, der eine klare Zielsetzung hat, die darin besteht, dass er seinem Land, einem Land mit einer großen Geschichte, einer großen Kultur und einem großen Gewicht auch in der Welt, eine Position zu schaffen, die nichts mehr zu tun hat mit der Schwächeposition eines Jelzin, der das Land hat ja nicht an Gewicht und Bedeutung verloren durch die Politik von Gorbatschow. Da hat es Ansehen erworben und auch sehr viel neues Vertrauen. Aber bei Jelzin war das anders. Und insofern lohnt es sich, glaube ich, wenn man Politik mit diesem großen Land macht. Und es gibt in Europa keine Stabilität ohne Russland und erst recht keine gegen Russland, dann lohnt es sich natürlich auch, das ernst zu nehmen, was diejenigen, die die Repräsentanten des Landes sind, eine Auffassung haben. Insofern waren für mich diese Begegnung wichtig, einmal um dem Betreffenden helfen zu können bei der Freilassung, zum anderen aber natürlich auch einen persönlichen Eindruck zu bekommen und auch aus seinem Munde Probleme zu hören, die er sieht. Jetzt haben wir in Deutschland, im Westen, im Zuge der Ukraine-Krise ja ein sehr, sehr negatives Bild von Putin bekommen. Ein Diktator, ein kalter Krieger, ein skrupelloser Machtpolitiker. Ist das ein richtiges Bild oder sehen Sie das anders? Ich bin der Meinung, dass wir zunächst einmal in der Sprache insgesamt wieder abrüsten sollten. Ich habe miterlebt, wie wir im Kalten Krieg gegeneinander gestanden haben. Und ich habe auch miterlebt, wie man durch das Bemühen um einen neuen Ausgleich, auch Interessenausgleich mit der damaligen Sowjetunion, das waren ja fundamentale, entgegengesetzte Interessen, also ideologische, es ging um den Weltmachtanspruch, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man auch versucht, die andere Seite zu erkennen, in ihren Problemen, in ihren Zielen. Und diese Politik war ja erfolgreich und zu einer ganz großen Errungenschaften der deutschen Nachkriegspolitik. Das möchte ich einmal sagen, weil heute sehr viel davon die Rede ist, dass man sagt, Deutschland müsse nun endlich wieder Verantwortung übernehmen oder überhaupt Verantwortung übernehmen. Ich finde, als Deutschland sich entschieden hat, nicht in die Neutralisierung zu gehen, sondern Teil der westlichen Gesellschaft zu werden, der westlichen Staatengemeinschaft, hat es einen wichtigen Beitrag zu einem demokratischen Zukunft Europas geleistet. Das ist eine wichtige Verantwortungsübernahme gewesen. Das Gleiche gilt für unsere Mitgliedschaft im westlichen Bündnis. Da haben wir unter den europäischen Partnern die Hauptlast getragen. Und dann war es wiederum das Land, das am Ende des Krieges in einer tiefen moralischen Krise war, in einer wirtschaftlichen Krise, einer politischen Krise, hat am Ende dann die Kraft gefunden, mit einer neuen Politik, der Entspannungspolitik nach Osten, die Welt zu verändern. Das war eine große Leistung und damals ist sehr viel erreicht worden, auch durch den Abbau von Feindbildern. Ich glaube, dass der Kniefall von Willy Brandt in Warschau war eine wichtige Botschaft an das polnische Volk. Aber diese Botschaft hat man nicht nur in Warschau zur Kenntnis genommen und in Polen, sondern überall in der Welt, das ist ein anderes, das ist ein neues Deutschland. Und das hat uns den Rückweg in die Gemeinschaft der demokratischen Länder ermöglicht. Und am Ende, dass Deutsche dabei waren, als es 1989 um Freiheit und Demokratie in Europa ging, das hat uns alle, auch die Westdeutschen, in einem ganz ideellen Sinne reicher gemacht, was unsere Landsleute damals in der DDR getan haben. So gesehen ist niemand
in das Vereinte Land mit leeren Händen gekommen. Weder die Westdeutschen, die mit der Demokratie kamen, noch die Deutschen, die mit etwas ganz Kostbarem kamen aus der DDR, nämlich selbst und friedlich errungener Freiheit. Ich versuche, das jetzt diesen friedlichen Weg zur deutschen Einheit, die deutsche Entspannungspolitik, mal auf heute zu übersetzen. Wie könnte denn eine Entspannungspolitik Richtung Russland aussehen heute? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Deutschland auch hier seine Verantwortung sieht, nämlich herauszufinden, was ist notwendig, um Vertrauen neu aufzubauen. Und das ist eine Aufgabe, der die Bundesregierung sich unterzieht, wenn sie, und sie tun das natürlich, die Außenpolitik dieses Landes genau beobachten, dann stellt man fest, dass sowohl die Bundeskanzlerin wie der Außenminister doch in hohem Maße bemüht sind, in einer moderierenden Weise im West-Ost-Verhältnis voranzugehen, weil ich denke, die starken Worte haben uns noch nie weiter geführt. Ich kann nur immer wieder sagen, Aufrüstung hat oft mit der Aufrüstung mit der Worte begonnen und die Sprache hat auch ihre Bedeutung und jedes Volk erwartet einen Respekt auch von seinen Nachbarvölkern und das gilt natürlich auch für das russische Volk. Heißt das, wir müssen diese russischen Sorgen, die NATO, die EU, die kreisen uns ein, die nähen uns in die Zange, die wollen uns niederringen, muss man das ernster nehmen? Nein, ich glaube, dass Russland durchaus versteht, dass es eine europäische Gemeinschaft gibt und daraus eine Europäische Union geworden ist. Und Russland hat ja natürlich auch akzeptiert, dass die unabhängig gewordenen Staaten Mitglied der Europäischen Union wurden. Wenn aber dann zusätzlich auch zur NATO-Mitgliedschaft etwas nicht mehr eingehalten wird, was man zugesagt hatte, nämlich dass, wie in der NATO-Erklärung von 1997 gesagt, dass man nicht ständige Stationierungen in den neuen Mitgliedsländern vornehmen will und dann dort Raketenabwehrstellungen gebaut werden sollen. Das bedeutet eine Veränderung. Das hat dort auch Reaktionen, so wie wir Reaktionen haben. Also ich verstehe das richtig. Putin, Russland empört sich zu Recht, weil die NATO derartige Raketenstellungen aufbaut. Natürlich, weil jedenfalls an dieser Stelle. Und es ist auch nicht sicher nicht so, dass sie, wie vorgegeben wird, gegen Iran aufgebaut werden, sondern dass sie natürlich auch wirksam sind in einer anderen Richtung, was auch etwas zu tun hat mit dem Funktionieren der gegenseitigen Abschreckung, was ja eine gewisse nukleare Stabilität über Jahrzehnte gesichert hat. Also ich verstehe Sie nur, das gegenseitige Aufrechnen führt nicht weiter, sondern ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo ein offenes Wort unter wenigen erforderlich ist, um herauszufinden, wie wir nicht zu einem Kräfteverschleiß kommen im Gegeneinander, sondern wie wir weiterkommen. Ich erinnere mich genau, als Putin in seiner ersten Amtszeit hier in Berlin gesprochen hat vor dem Deutschen Bundestag, da gab es hinterher eine Standing Ovation. Und da hat er sich positiv geäußert zu einer Idee aus Brüssel, eine Freihandelszone mit Russland zu bilden. Daraus ist nichts geworden. Es wäre schön, wenn daraus was geworden wäre. Dann wäre nämlich die Frage der Assoziierung der Ukraine mit der Europäischen Union möglicherweise anders eingeschätzt worden, als wenn der Eindruck entsteht. Wir haben ja alle, als der Kalte Krieg zu Ende ging, sind wir davon ausgegangen, das bedeutet das Ende der Teilung Europas. Heute habe ich den Eindruck, dass es im Westen sehr viele Leute gibt, die in dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr das Ende der Teilung Europas sehen, sondern nur die Verschiebung der Teilungsgrenze aus der Mitte an die russische Westgrenze. Und das genau wäre falsch. Sondern wir müssen erkennen, dass diese beiden Kontinente, Europa und der asiatische Kontinent, ja auf einer Landmasse leben. Russland ist ein europäisches Land. Aber aus mancher Erklärung kann man auch den Eindruck bekommen, als sei beginne an der
polnischen Ostgrenze Westasien. Das ist nicht der Fall. Da beginnt Osteuropa, so wie Polen. Mitteleuropa ist wie Slowakei und Tschechien. Das ist also, ich will damit sagen, wir sollten uns darum bemühen, das Verhältnis neu zu gestalten. Ich bin sicher, man wird darauf eine positive Antwort bekommen. Das nimmt nichts von der Freiheit für die Staaten, die unabhängig geworden sind, über ihren Standort selbst zu entscheiden. So steht es schon in der Schlussakte von Helsinki. Dabei bleibt es auch. Das hat uns geholfen, dass wir unseren Status bestimmen konnten. Aber man denke eben auch an Sorgen und Vorbehalte anderer. Sind die Sanktionen gegen Russland richtig oder falsch? Das wird man am Ende erst beurteilen können. Bei Sanktionen, wissen Sie, ist wie eine Leiter. Immer eine Stufe höher und einmal ist sie zu Ende. Und dann stehen Sie vor der Frage, ob Sie wieder runterklettern oder ob Sie runterspringen. Das möchte ich uns lieber ersparen. Also ich habe meine Zweifel, ob wir am Ende sagen werden, das war eine besonders erfolgreiche Unternehmung. Jetzt wollen wir die Gelegenheit, dass wir Sie hier im Studio haben, natürlich auch nutzen, um zurückzublicken auf Ihre einzigartige Karriere. In dem Film, den wir gerade gesehen haben, haben wir ja diesen emotionalen Moment schon gesehen, 1989 in der Prager Botschaft. Den Satz konnten Sie gar nicht zu Ende sprechen. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, und dann ging alles unter in diesem Jubel. Wie war dieser Moment für Sie? Ja, das war schon, wenn Sie mich fragen würden, was war der glücklichste Moment in Ihrer Amtszeit, würde ich diesen Tag nennen. Ich hatte ja selbst die DDR verlassen 1952. Ich wusste, was diese Leute bewegt. Und diese Menschen, die da vor mir standen, die hatten ihr eigenes Schicksal in die Hand genommen. Sie wollten nicht mehr im Sozialismus der DDR leben, sie wollten als freie Menschen leben. Und sie haben ihr persönliches Schicksal gestalten wollen, aber sie haben Geschichte geschrieben. Das ist das Großartige. Und als ich habe am 20. Juli 1989 einen Herzinfarkt bekommen, lag im Krankenhaus erst und dann war ich noch in einer Reha kurze Zeit. Aber dann bin ich mit zwei Kardiologen nach New York geflogen, wo die UNO-Vollversammlung tagte, wo die Außenminister sich alle treffen, weil ich die Hoffnung hatte, dort Shevardnadze zu treffen und auch den DDR-Außenminister Oskar Fischer. Mit beiden habe ich wiederholt gesprochen und darum gerungen, dass wir eine Lösung bekommen, dass die Menschen aus der Botschaft ausreisen können. Das war keine einfache Sache. Und da hat man dann festgestellt, wie auch andere mit sich ringen. Ich bin heute noch der Meinung, dass Shevardnadze einen wichtigen Anteil hat, aber dass auch Fischer die Notwendigkeit einer Regelung eingesehen hatte. Aber das dann sagen zu können, warum habe ich da oben gestanden? Ich hatte gesagt, wo liegt Ihr Problem? Sagte, die müssen zurück, 6 Monate oder 3 Monate. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie wollen, wir müssen unsere Souveränität bewahren, sagte Herr Fischer. Dann habe ich gesagt, die können Sie auch bewahren, wenn Sie in unserer Botschaft die Pässe stempeln, genehmigt, die können in unsere Botschaft kommen. Ich sage, oder aber die Züge fahren über die Grenze oder die Züge fahren durch die DDR, nicht 6 Monate, sondern 60 Minuten. Und dann entschied am Ende die Führung in Ostberlin, das wurde dann am nächsten Morgen mitgeteilt in Bonn, als ich zurückkam, das hatte mir angekündigt, dass mir das dann gesagt würde, wurde dann gesagt, die Züge fahren durch die DDR. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich dahin fahren und habe auch den Kollegen Seiters, den Chef des Bundeskanzleramts, gebeten, mitzukommen und Beamte mitzunehmen, weil ich der Meinung war, die Leute werden sich weigern, in die Züge zu steigen. Wir brauchten also als vertrauensbildende Maßnahme, dass wir mitfahren. Im letzten Moment wurde dann gesagt, wir sollten nicht mitfahren, aber Beamte können mitfahren. Und deshalb musste ich da oben sagen, die Züge fahren durch die DDR. Nein, niemals, den kann man nicht vertrauen. Und dann stehen sie da oben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Sie kennen ja meinen Lebensweg, bin denselben Weg gegangen wie Sie, unter anderen Umständen,
zu einer anderen Zeit, aber mit den gleichen Motiven. Ich verstehe auch Ihre Sorge. Und dann müssen Sie Ihr Herz über die Hürde werfen. Und ich habe gesagt, ich übernehme die persönliche Bürgschaft, dass Ihnen nichts geschehen wird. Ich war davon überzeugt, DDR wird Ihre Zusagen einhalten. Sonst hätte ich das nicht gesagt, das wäre leichtfertig. Trotzdem, ein Restzweifel ist natürlich ganz wenig doch da. Und als ich dann gegen Morgen, ich war inzwischen wieder in Bonn zurück, den Anruf bekam, der erste Zug ist in der Bundesrepublik angekommen, in Hof. Da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so jetzt stehen wir auf und trinken ein Gläschen. Dieser Augenblick oder dieser Tag ist noch eindrucksvoller, wenn man weiß, wie sehr, sehr krank Sie in diesem Moment waren. Sie haben das jetzt mehr so beiläufig gesagt, kurz vorher, Herzinfarkt, nur mit Begleitung von Kardiologen. War das überhaupt möglich, dass Sie zuerst nach New York geflogen sind und dann nach Prag? Ich glaube, Sie, wir alle, haben sehr viel Glück gehabt, dass Sie das überhaupt überlebt haben. Es ist so, dass es Situationen im Leben gibt, die Erfahrungen haben sicher viele unter ganz anderen Umständen auch gemacht. Es gibt Lagen, wo einem Kräfte zuwachsen, die man sonst auch gar nicht hätte und die man sich auch gar nicht selbst voll zutraut. So war das an dem Tage. Ich habe mich da oben an dieser Brüstung, die Gott sei Dank eine schwere Steinbrüstung war, festgehalten. Sie hatten Herzrhythmusstörungen. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Aber ich war ganz darauf fixiert, habe immer auf dem Hinflug gedacht, wie sagst du es? Wie machst du den Leuten klar, dass sie trotz aller Bedenken in die Züge einsteigen und fahren? Und man kann ja heute noch, im Fernsehen habe ich neulich Aufnahmen gesehen von Flüchtlingen, die dann auch gesagt haben, dass sie, als sie es hörten, zunächst gedacht haben, nie. Und sich erst durchringen mussten, dass zu tun. Da geht es dann darum, Vertrauen zu schaffen und Gottlob war es gerechtfertigt. So im Nachhinein, nach 25 Jahren betrachtet, da sieht dieser Weg zum Mauerfall und dann deutsche Einheit völlig einfach, natürlich, geradlinig aus. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man an, wie vielen Momenten das Ganze hätte völlig schief gehen können. Was war für Sie auf diesem Weg zur Einheit der kritischste Moment, wo Sie... Beginnen wir mit dem Nächstliegenden. Wir sprechen von einer friedlichen Freiheitsrevolution. Wir erinnern uns an den 9. Oktober, als die große Demonstration in Leipzig stattfand, wo Kurt Masur am Ende dann mit den Worten keine Gewalt. Vielleicht manche Hand, die schon an der Waffe gewesen ist, zurückgezogen hat. Dass einer hätte, wenn einer dort die Nerven verloren hätte und geschossen hätte, was wäre geschehen? Also die Sorge, dass ein solches Ereignis zu einem Blutbad führt mit unermesslichen weiteren Folgen, war die eine Sorge. Die andere Sorge war eine andere, nämlich wie lange werden eigentlich Männer wie Gorbatschow und Schewardnadse diesen Kurs durchhalten können? Wie lange werden sie in der Lage sein, diejenigen Kräfte zurückzudrängen? Und wenn Sie bedenken, dass ja es nicht lange gedauert hat nach der Unterzeichnung des 2+4-Vertrages im Sommer 1990 in Moskau, dass schon im nächsten Jahr ein Putschversuch stattfand, dann zeigt das, wir sind da manchmal an ganz schwierigen Problemen und großen Gefahren vorbeigeschrammt. Ganz sicher war es wichtig, dass ein großes Vertrauenspotenzial in die Bundesrepublik Deutschland vorhanden war und das nicht nur im Westen, bei unseren Bündnispartnern und bei unseren Partnern in der Europäischen Union, sondern eben auch in Teilen, und zwar großen Teilen auch der russischen Gesellschaft und auch ganz sicher der damaligen sowjetischen Führung. Das alles muss man mitsehen, wenn man auch mental heute vielleicht manchmal zu hart über das spricht, was man da aus Moskau hört. Man muss so etwas im Gesamt
Zusammenhang sehen. Und ich glaube, dass es eben heute unsere Aufgabe ist, dass wir das Kostbare aus dieser Zeit, nämlich das friedliche Umgestalten der Gesellschaften und das friedliche Zusammenkommen der Deutschen und der Europäer, dass wir das jetzt nicht aufs Spiel setzen, sondern dass wir alles tun, dass es dabei bleibt, was damals in Leipzig ausgerufen wurde. Keine Gewalt. Das ist etwas, was mich so schmerzt, wenn ich die Lage in der Ukraine sehe, wo ganz sicher die Verantwortung nicht nur auf einer Seite liegt. Das war der Dialog heute mit Hans-Dietrich Genscher. Herzlichen Dank.